Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video. Ja, das schaffe ich gerade noch mal so eben selbst hochzuladen, weil es halt wahrscheinlich sehr kurz ist. Aber ich muss dieses kleine Unboxing unbedingt machen, weil ich es versprochen habe und weil ich mich da sehr darauf freue, weil ich das eine lustige Aktion finde. Und zwar ist das dann ein besonderes Unboxing, denn ich weiß schon, was ich bekomme. Und es ist eigentlich, man könnte sagen, so ein kleines Sponsorengeschenk, wenn man so will. Denn ihr kennt ja alle den guten Dave, ne? Von Dave Durden TV oder auch von Dave Nidley, seinem Hauptkanal. Und der Dave, der hat mittlerweile so einen kleinen Merchandise-Shop, wo er Shirts und Tassen und so Kleinigkeiten verscherbelt. Und das hatte ich dann letztens mir mal angeguckt. Und ich fand das eigentlich ganz witzig. Und da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mir einfach mal aus deinem Shop ein Shirt schickst, und ich habe ihm dann die Größe gesagt und welche Farbe ich haben möchte und alles, und du schickst mir das einfach so zu, ohne dass ich was bezahlen muss, dann werde ich davon ein Unboxing auf meinem Kanal aufnehmen und werde dein Shirt in meinem nächsten Livestream, der bestimmt irgendwann kommen wird, sofern mein Internet irgendwann wieder funktioniert, dann werde ich das den ganzen Stream übertragen und somit kostenlos Werbung für dich machen. Ist das ein Deal? Und er hat sofort gesagt, ja klar, machen wir. Und deswegen, das ist jetzt zum Wochenende gekommen und ich weiß schon, dass es da drin ist, weil ich habe mich dann gefragt, was hast du da bestellt? Komischerweise, da kam ja auch auf meinen Namen. Ich kann mich ja nichts erinnern, was so weich sein sollte und dann fiel mir ein, das Shirt. Deswegen habe ich es auch wieder zugeklebt. Ich werde es jetzt mit euch nochmal gemeinsam zusammen öffnen, damit ihr einmal das geile Shirt von dem Dave sehen könnt. Ich finde das super. Und dann, wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann dürft ihr natürlich auch gerne auf seinem Shop mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob das bei seinem Let's Play-Kanal Dave Durden TV auch verlinkt ist, der Shop, oder ob ihr dazu auf seinen Hauptkanal gehen müsst. Das wäre Dave Nidley, heißt der, ne? Glaube ich, ja. Jedenfalls, früher Vlog Dave. Ihr werdet ihn schon finden. So, und Achtung, jetzt kommt's. So. Oha. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Okay, es ist schwarz, das ist schon mal gut, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gucke es mir erstmal für mich an und dann, ich freue mich da schon, das im nächsten Stream tragen zu können. Ja, hervorragend. Also ich finde es super, es ist ein geiler Gag und da seht ihr ihn. Hallo zusammen, sagte Dave. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt gerade sehen. Ich sehe ja gerade nicht, was ich da hochzeige. Aber ein wunderschönes Shirt. Jetzt habe ich den Dave praktisch auf meiner Brust und präsentiere ihn dann in meinem nächsten Livestream. Hallo zusammen, das Shirt aus dem neuen Merchandise-Shop vom Dave. Ich finde das eine richtig geile Sache. Und ja, herrlich, ne? Ist es nicht schön? Jetzt kann ich hier mit mir hier daneben einmal lächeln und hier das irgendwie so hingehalten, ne? Es ist witzig. Ich finde es witzig. Es ist, es hat was. Also vielen, vielen Dank erst nochmal an Dave, dass du die Aktion mitgemacht hast. Finde ich richtig klasse. Das ist ein super Gag. Und ich freue mich, wie gesagt, auf den nächsten Stream. Und es ist ein schönes... Das kann ich auch super zur EM tragen mit den Deutschlandfarben, ne? Hervorragend. Das habe ich das erste Deutschland-Shirt. Nein, ich finde es super. Und vielen, vielen Dank für die Aktion. Ich hoffe, ihr macht den kleinen Spaß mit und habt da Freude dran. Und vielleicht habt ihr Lust und guckt mal in seinen Shop vorbei und holt euch auch ein schönes Shirt oder eine Tasse. Ich weiß gar nicht, was er sonst noch so hat. Aber finde ich eine richtig geile Aktion. Und wie gesagt, ich kann aktuell noch nichts Neues sagen. Außer, dass ich jetzt schon mehrere Nachbarn eingeschaltet habe, was die Internetstörung angeht. Ein paar davon haben sich jetzt auch nochmal eingeschaltet, weil das wirklich den ganzen Block hier betrifft. Und hoffe, dass das dann vielleicht ein bisschen schneller geht. Also aktuell ist es so, dass die ganzen Parts, die jetzt aktuell auf meinem Kanal hochgeladen werden, lädt Steffi für mich hoch. Ich habe ihr eine Festplatte geschickt mit meinen Videos. Deswegen, ich kann antworten und alles, das ist kein Problem. Aber halt keine Live-Aktion momentan durchführen. Also Stream müssen wir leider immer noch verschieben. Aber ich melde mich natürlich, sobald das irgendwie wieder geht und sobald ich einen Termin habe für den nächsten Stream. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe trotzdem, dass euch das jetzt hier ein bisschen Spaß gemacht hat und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Ich denke mal, das wird hoffentlich noch am Sonntag hochgeladen. Ich setze mich gleich dran und versuche das jetzt sofort noch fertig zu machen. Dann klappt es vielleicht noch am Sonntag. Okay, in diesem Sinne, haut rein, bis denn, euer Alex sagt ciao.